Edeloy, Serblin hier. Ja, heute geht es mal um ein Thema, wo ich mir nie wirklich darüber Gedanken gemacht habe, was mir aber irgendwie gerade eben erst in den Kopf geschossen ist. Und zwar, an sich, wird man in 10, 20 Jahren darauf zurückblicken, was man als erstes auf YouTube hochgeladen hat? Wird man darauf stolz sein? Wird man verwirrt sein? Wird man einfach nur cringe fühlen? Naja, so, das ist einfach gerade mal ein Thema, worüber ich reden möchte. Also für viele ist das heutzutage wahrscheinlich kein besonders großer Schritt, weil das macht irgendwie jeder. Aber wenn man da mal zurück drauf schaut, in 10, 20 Jahren ist das ja an sich irgendwie voll die geniale Idee irgendwie so. Ne? So du hast irgendwann einfach mal das hochgeladen und du wirst das nie wieder los. So, okay, du wirst wahrscheinlich los, weil du nie Erfolg haben wirst, aber so, ich kann wenigstens sagen, ich kann nicht drauf zurückblicken, weil ich ein Copyright claimed wurde. Und ich habe den Kanal an sich nicht mehr. Naja. Jeden Fall, ich dachte, ich rede mal darüber, was ich damals als allererstes Video hatte. Nicht auf diesem Kanal oder so ein Scheiß, das wäre dumm, aber damals auf meinem uralten Kanal, soweit ich mich erinnern kann, war mein allererstes Video, was damals 11-jähriger Serblin erstellt hat, eine fucking Game Review zu Solve the Quad. Und holy shit. Ja, wegen diesem damaligen YouTube-Kanal bekomme ich bis heute Flashbacks, so Nostalgie-Flashbacks, wenn ich das Filmora Watermark sehe. Weil es einfach für mich damals das einzigste Schnittprogramm war, was ich benutzen konnte. Ja, das waren unangenehme Zeiten. Also, ja, das war für mich irgendwie eine super seltsame Erfahrung, weil also ich habe damals das erst überhaupt mit YouTube angefangen wegen Leuten, die ich damals auf Discord kennengelernt habe, zu denen ich heutzutage schon keinen Kontakt mehr habe. Ein paar Jahre später, naja. Auf jeden Fall, wegen ihnen habe ich dann überhaupt erst mit YouTube angefangen und ja, ich war einfach damals, so weil ich mich erinnern kann, von es wären entweder Gaming Clerks oder GameStar, eins von beiden. Und ich war damals quasi animiert, so mal zu machen mit Gaming Reviews und oh Gott, was hat ich habe mich so stumm angestellt. Oh, ey. Mit dieser Sprachaufnahme-App von Windows, irgendwie mit diesem Drecks internen Laptop-Mikrofon die Audio aufgenommen und so. Und ich habe so einen Scheiß damals mit Filmora zusammengeschnitten. Ja, das war so ein. Das war an sich so ein erbärmliches Video. Und ich habe 2 Tage lang daran geschnitten. Das ist etwas, was ich heutzutage. Das ist einfacher zu machen als ein Serplin. Na gut, im Vergleich zu machen wie so ein Serplin-Video. Oh, ey. Es ist einfach. Das sind so Erinnerungen, die verliert man nie. Und ja, keine Ahnung. Das ist wahrscheinlich auch nur ein Filler-Video oder so. Also, vielleicht kommt noch ein anderes Video. Keine Ahnung, wie ich es mit dem Vorproduzieren wieder mal hinbekomme. Vielleicht schaffe ich es vielleicht nicht und ne? Haut rein. Und dann bis zum nächsten Mal. So, bleibt toxisch, deabonniert mich, disliked mich, entbimmelt die Glocke und verpisst euch von meinem Rasen, der kleine Unsinn.